Wir sind eben heute in einer Demokratie angelangt und deswegen finde ich, dass jeder aufgerufen ist, der sich interessiert, zu warnen, dass diese Schritte, die wir jetzt gehen in Europa, mit dieser enorm verteuerten Energiewende, die nichts bringt dem Weltklima, das ist ja das Drama. Wenn man da gesagt wird, wir müssen hungern und dursten, weil dann wird wirklich das Klima besser, dann würde ich sagen, kann man sich also überlegen, ob man da mitmacht. So wie das jetzt läuft, muss man einfach den Eindruck bekommen, dass es nur darum geht, die Deutschen ärmer zu machen. Und da wird man doch wohl noch protestieren dürfen. Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Hallo liebe Fürstin, hallo liebe Gloria, ich freue mich sehr, Sie heute hier auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich grüße Sie auch sehr herzlich und ich danke Ihnen für Ihre Einladung. Ja, liebe Fürstin, ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie sich hier heute die Zeit genommen haben, um mit mir hier dieses Gespräch zu führen. Ich möchte mich mit Ihnen heute über die gesellschaftlichen und politischen Zustände in Deutschland unterhalten, aber vielleicht zunächst zu Ihnen. Sie entstammen einer alten deutschen Adelsfamilie, dessen Geschichte bis ins 12. Jahrhundert zurückgeht. Sie verwalten auch das gesamte Vermögen der Familie von Thurn und Taxis und sind auch mit der Verwaltung des Schlosses St. Emmeram in Regensburg betraut, auf dem ich Sie auch heute antreffe, wenn ich das richtig sehe. Sie gehören in Deutschland nicht erst seit Corona zu jenen Personen, denen man so diesen Stempel umstritten aufdrückt. Sie bezeichneten schon damals die Flüchtlingskrise als ein Vorboten für den Dritten Weltkrieg und die westliche Ideologie bezeichneten sie als eine Gefahr, die sich gegen das natürliche Leben der Menschen, gegen die Familie an sich richtet. Ja, und wegen solchen Aussagen sind sie in den Mainstream-Medien zumindest kein Gast mehr, der wirklich gerne eingeladen wird. Zumindest ist so mein Eindruck, da sie eigentlich zu fast allen gesellschaftspolitischen Themen eine abweichende Meinung haben vom Mainstream. Sie sind aber zumindest zu einem Dauergast im neuen Format von Julian Reichelt, dem ehemaligen Bild-Chef, geworden. Darüber möchte ich mich mit Ihnen heute unterhalten. Und ja, aber vielleicht zu Beginn, liebe Gloria, Sie werden ja oft als erzkonservativ, als ultrarechts, als AfD-nah bezeichnet. Von daher mal meine Frage an Sie zu Beginn. Was sind Sie denn eigentlich? Sind Sie rechts? Sind Sie links? Ich komme selber ganz durcheinander bei diesen ganzen Einordnungen. Ja gut, aber Schublade war ja nie mein Ding. Denn ich bin jemand, der alle Register ziehen kann. Und ich bin einfach dort zu verorten, wo ich meine, dass die Wahrheit ist und wo Gerechtigkeit herrscht. Ich bin also sicherlich nie angepasst gewesen und staatliche oder universitäre, da war ich ja nicht, aber in der Schule, schulische Hörigkeit, Obrigkeit, Hörigkeit gibt es bei mir nicht. Bei mir wird alles kritisch hinterfragt. Aber dadurch, dass ich natürlich sehr aktiv am kulturellen Leben teilnehme, also Musik, Theater, Kunst, kann ich gar nicht rechts sein, weil dafür bin ich viel zu weltoffen. In der Kunst wird experimentiert, in der Kunst ist also die höchste Offenheit und Toleranz gefragt und das war bei mir immer gegeben. Ich bin natürlich wertkonservativ, das schon. Und zwar, was die Religion betrifft, was familiäre Werte betrifft, was Gemeinschaftsleben betrifft. Da bin ich doch ja, katholisch geprägt. Und konservativ heißt ja, das Alte bewahren wollen und nicht einfach wegen des Fortschritts aus dem Fenster rausschmeißen, sondern das, was gut ist, bewahren und neue Impulse, wenn sie gut sind, wenn sie sich bewährt haben, gerne dazu. Aber ich bin auf jeden Fall nicht rechts und AfD-nah, das ist das Beste. Weil ich meine, AfD-nah, was heißt denn das? Ich erinnere mich, ich habe einen Brief bekommen, aus Amerika, da hat mich jemand gewarnt,
vor Steve Bannon, ich hätte da falschen Umgang und ich müsse mich in Acht nehmen. Und da habe ich mir gedacht, nein, weil schon in der Schulzeit haben meine Eltern immer gesagt, Gloria, du hast Freunde, die sind schrecklich, musst dich immer von deinen Freunden warnen. Und das war halt immer so. Ich war immer mit denen befreundet, die letztendlich von denen alle gewarnt haben. Aber das war halt immer so. Ich fühle mich da angezogen. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews. Ja, und Sie sind auch jemand, der in den Aussagen gerne provoziert. Das geben Sie auch so ganz offen zu. Der bekannteste Satz von Ihnen ist ja, glaube ich, der Schwarze schnackselt halt gern. Das war auch die Aussage, mit der ich konfrontiert worden bin, als ich meinen Kollegen davon berichtet hatte, dass ich Sie jetzt hier zu einem Interview einlade. Aber was mich interessieren würde, liebe Fürstin, halten Sie das tatsächlich für eine sinnvolle Methode, um den Themen, die Sie ansprechen, Gewicht zu verleihen? Oder weil es führt ja dann dazu, dass Sie letzten Endes eben diese Stempel bekommen, ausgegrenzt und diffamiert werden und nicht mehr in Teil dieses Diskurses sind. Von daher meine Frage an Sie, halten Sie das wirklich für sinnvoll, so provokativ zu sein? Oder würden Sie sagen, ja, vielleicht wäre ein bisschen diplomatischer, ein bisschen mehr Diplomatie auch mal nicht verkehrt? Ja gut, ich bin natürlich kein Profi, sondern ich bin einfach ein Privatmensch, der ein bisschen berühmter geworden ist, eben auch aufgrund des Namens und meiner verrückten Frisuren früher und in exaltierten Motorradausflügen oder Rockexzessen oder was heißt Rockexzess, also Rockmusik habe ich gespielt in der Band und so. Also ich war immer ein bisschen anders als die anderen und durch dieses Ganze oder auch die Freundschaft zu den Künstlern, Andy Warhol, Keith Haring, ja, also das war natürlich gesellschaftlich in den 80er Jahren irgendwie ganz neu, dass eine Fürstin, hat man sich vorgestellt, sitzt zu Hause bei einer Tasse Tee und macht nett Konversation, aber nicht in den Studios in New York mit Andy Warhol und dem schwulen Keith Haring und den ganzen wilden Jungs der damaligen Kunstszene. Das hat einfach irgendwie... Es hat die Leute irritiert und so bin ich halt damals als exaltierte oder wie soll ich sagen, Punkprinzessin bezeichnet worden. Aber letzten Endes war das nichts anderes als Neugier ans Leben und diese Neugier hat mich nie verlassen. Und natürlich bin ich provokativ, aber das ist einfach meine Art. Und natürlich, wenn Sie mir jetzt einen Medienberater aufdrücken, der 500 Euro die Stunde verlangt, ja gut, das müsste ich machen, wenn ich in die Politik ging, aber da will ich ja gar nicht hin. Ich bin ja ganz zufrieden da, wo ich bin. Deswegen brauche ich auch keinen Medienberater, weil wenn ich eingeladen werde, freue ich mich. Dann kann ich meinen Senf dazugeben. Und wenn ich nicht eingeladen werde, ja, dann freue ich mich genauso, weil ich habe genug zu tun. Also es ist so, als ob ich da mich langweilen würde. Aber ich bin Gloria und die Gloria hat eine freche Schnauze, war schon in der Schule so. Und das ist ja auch eigentlich, was die Leute bei mir lieben, dass man bei mir eben einfach ungeschminkt das zu hören bekommt, was mir durch den Kopf geht. Und das kann manchmal ein bisschen aus der Pistole geschossen schnell daherkommen. Aber es ist nie bös gemeint und wie gesagt, damals bin ich ja auch provoziert worden von dem sehr, sehr eloquenten und Michael Friedmann damals in der Sendung. Und der hat mir ja praktisch vorgeworfen oder hat der katholischen Kirche vorgeworfen, der Papst sei schuld an der AIDS-Epidemie in Afrika. Und da habe ich mich natürlich versucht, auch genauso, wie soll ich sagen, polemisch gegen zu wehren. Und da habe ich einfach zu schnell aus der Pistole geschossen. Heute, 30 Jahre später, wenn Sie sich vorstellen, der Satz hat 30 Jahre gehalten. Ist auch nicht schlecht. 30 das Jahre. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, ja, bis heute die tatsächlich erste Assoziation, die viele Menschen über Sie haben, das fand ich interessant. Wie gesagt, als ich im Vorhinein davon meinen Kollegen berichtete, dass ich das Interview mit Ihnen habe, war das tatsächlich das, der erste Satz, der gekommen ist. Ach, das war doch die damals gesagt hat, der Afrikaner schnackselt gerne. Das heißt, das hat sich irgendwie bei den Menschen im Kopf so festgesetzt. Aber Sie waren, sage ich mal, bis zu Corona und bis zur Flüchtlingskrise waren Sie eigentlich ein gern gesehener Gast.
in den Talkshows. Und das hat sich dann so mit der Flüchtlingskrise und den darauffolgenden Jahren verändert, weil sie haben dort eben in der Flüchtlingskrise schon das damals offen kritisiert. Und auch jetzt während der Corona-Zeit und jetzt im Ukraine-Krieg nehmen Sie kein Blatt mehr vor den Mund. Deswegen meine Frage an Sie. Sie kennen die Szene, Sie kennen die Mainstream-Medien gut. Wie erklären Sie sich denn, dass von deren Seite und vor allen Dingen auch von den Menschen, mit denen Sie dort verkehrt haben, von dieser, ich sag mal, intellektuellen und finanziellen Elite, mit der Sie auch viel zu tun haben, dass da gar kein kritisches Wort zu den aktuellen historischen Umwälzungen kommt? Wie erklären Sie sich das, dass das einfach alles so über Sie ergehen lassen wird? Was wären denn Ihre Ansätze, Frau? Also ich würde sagen, ich würde glauben, dass eben die intellektuelle Elite war ja schon immer sehr staatsnah oder sag mal herrschaftsnah, muss man sagen. Und das haben wir ja, wenn man Zeitgeschichte studiert, kann man das sehr schön sehen, dass auch bei uns in der nahen Vergangenheit waren eben die Wissenschaftler vor allen Dingen die großen Helfer der politischen Maßnahmen, die auch totalitäre Maßnahmen waren, die also gegen das Volk gerichtet waren. Und ähnliche Situation haben wir ja, ähnlich ist es ja heute auch, dass die Politik gegen das Volk gemacht wird und nicht für das Volk. Und das war immer das Deckmäntelchen der Demokratie. Aber das ist von meinem Verständnis her wirklich Demokratie, auch Demokratiebewahrung, dass man eben seine Meinung auch ausdrückt und den Finger in die Wunde legt. Und mein Engagement für die katholische Kirche hat mich jetzt auch nicht so beliebt gemacht und natürlich dann auch den politischen Mainstream auch mit guten Argumenten entgegenzutreten. Das möchte man eigentlich von einer Fürstin so nicht hören. Ich soll als bunter Paradiesvogel, bin ich gern gesehen, aber wenn ich dann irgendwelche Meinungen vertrete, die AfD-nah sind, ja, dann ist Schluss mit lustig. Ja, und ich habe auch, das war jetzt eine Sendung gesehen, 3 nach 9 von Georg Maskelow moderiert. Da saßen sie zusammen mit einer Person, die mindestens genauso umstritten ist wie sie, nämlich mit Sarah Wagenknecht. Sie wurden dort dann von dem Moderator selbstverständlich auch als AfD-nah und hoch umstritten vorgestellt und vorgeführt an Stellen, auch wie ich das zumindest wahrgenommen habe. Unglaublich. Aber genau, daran haben Sie sich ja mittlerweile gewöhnt. Was ich aber eigentlich interessanter fand, Sie haben gesagt, dass Sie mit Sarah Wagenknecht, Sie haben ja wohl auch Ihr Buch gelesen, in vielen sehr d'accord gehen. Sie haben gesagt, Sie teilen die Diagnose, aber Sie würden die Therapie anders durchführen. Ohne das dann in dieser Sendung konkret auszuführen, deswegen frage ich Sie jetzt hier nochmal, liebe Gloria, wie sieht die Diagnose aus, die Sie mit Wagenknecht teilen, vielleicht in kurzen Absätzen, und inwiefern unterscheidet sich Ihre Therapie von der von Sarah Wagenknecht? Oh, das ist natürlich, da kommen wir, das ist ein langes Thema, aber sagen wir mal, klein, nehmen wir mal den ersten Teil. Also wo geht mit der Sarah Wagenknecht d'accord? Auf jeden Fall das, was der Influx von vielen Tausenden, Millionen, kann man ja heute sagen, von armen Menschen ohne Ausbildung in ein Land, wo Arbeitskräfte dringend benötigt werden, da bin ich kritisch. Weil wir müssen ja, diese Leute wandern ja sofort in unsere Sozialsysteme ein. Und wir haben heute die Situation, dass ich in München, in der reichen Stadt München, sehe ich deutsche Rentner, die im Müll wühlen, um nach Pfandflaschen zu suchen und manchmal sogar nach etwas Essbarem. Wenn man fragt und sich erkundigt, kommt raus, dass die zugewanderte Familie oft mehr Geld erhält als der Rentner, der sein Leben lang gearbeitet hat. Das führt natürlich unweigerlich zu sozialen Konflikten, die sich auch in den nächsten Jahren immer stärker bemerkbar machen werden, die dann unter dem Motto Rassismus abgestempelt werden. Wenn es aber eigentlich um soziale Ungerechtigkeit geht, also jemand, der sein Leben lang arbeitet und in die Rente eingezahlt hat und jemand, der frisch dazugekommen ist, eben nicht in die Rente eingezahlt hat und aber mit mehreren Frauen und vielen Kindern kommt, ist einfach für den Staat teurer. Und durch diese Verschiebung
bis die Sozialkassen leer sind. Das ist ja eigentlich, dann haben ja die Amerikaner den Vorteil, auch wenn die ungeregelte Einwanderung haben, muss ja in Amerika jeder arbeiten, um zu überleben. Das ist ja bei uns in Deutschland nicht der Fall. Bei uns können sie einwandern und werden vom Staat alimentiert. Und das führt natürlich zu sozialer Ungerechtigkeit. Und das ist natürlich einer Urlinken wie der Sarah Wagenknecht ein Dorn im Auge und dagegen protestiert sie. Aber das ist klar, auch für mich als Christ und Katholik würde ich sagen, selbstverständlich muss soziale Gerechtigkeit herrschen. Das war ja immer das Tolle am deutschen System, dass wir die soziale Marktwirtschaft hatten, wo wir ein breites Netz, ein soziales Netz hatten, was unsere arbeitende Bevölkerung dann in ihrem Krankheitsfall und in der Rente eben aufgefangen hat und alimentiert hat. Wenn wir das natürlich jetzt breit verschenken, dann ist ja irgendwann nichts mehr in der Kasse da. Dann kommt es zu sozialen Verwerfungen und vor diesen sozialen Verwerfungen habe ich gewarnt, warne noch und frage mich natürlich, ist das politisch gewollt oder was ist die Strategie, die dahinter steckt? Das muss sich doch jeder Mensch fragen dürfen. Richtig, und jetzt kommen wir aber nochmal zu meiner Frage, das heißt die Diagnose. Die teilen Sie mit Sarah Wagenknecht, die würde da Ihnen wahrscheinlich in vielen Punkten, in vielen Aspekten zustimmen. Das hat sie in ihrem Buch, ich glaube, die Selbstgerechten über die sogenannten Lifestyle-Linken, ja auch sehr gut, sehr pointiert ausgeführt. Aber jetzt in der Therapie haben Sie gesagt, nee, da würden Sie anders vorgehen als Sarah, als Frau Wagenknecht. Und ich fand es deswegen interessant, weil Sie ja eigentlich, Sie sind wertekonservativ, sie stehen der katholischen Kirche nahe und diametral dem gegenüber steht eigentlich jemand wie Sarah Wagenknecht, die eine linke Politikerin ist und ich sag mal früher zu Adenauer Zeiten vielleicht noch hätte man gesagt, dass jemand wie Sarah Wagenknecht mit linken Positionen ihnen mit wertekonservativen Positionen diametral gegenübersteht im politischen Spektrum und jetzt sind sie im Zuge der ganzen Krise einer Frau Wagenknecht, das wäre jetzt so meine grobe Analyse, doch wesentlich näher gekommen, als das beispielsweise mit der CDU der Fall ist, die eigentlich ja Ihnen näher stehen sollte. Das ist so ein bisschen das, was erstmal ein wenig paradox erscheint. Aber jetzt nochmal meine Frage, inwiefern unterscheidet sich denn Ihr Therapieansatz von der Sarah Wagenknecht? Also grundsätzlich würde ich sagen, in meiner Philosophie ist einfach so wenig Staat wie möglich, um der Realität des Menschen so viel Spielraum wie möglich zu lassen und den Staat auf Dinge beschränken, die immer Geld kosten, also immer defizitär wären. Das würde ich dann hart sehen, aber alles andere würde ich wirklich in privater Hand geben, weil es hat sich einfach gezeigt, dass der Mensch, wenn er privat engagiert ist und Initiative ergreift, das einfach viel kreativer ist als der festgefahrene bürokratische Staat. Also sagen wir mal, wenn Sie ökonomisch sagen wollen, würde ich sagen österreichische Schule. Und ich glaube aber, dass es mittlerweile auch viele Linke gibt, die gerade was Wirtschaftspolitik betrifft, auch mehr auf eine österreichische Schule, also Kurs schwingen, weil sie einfach sehen, dass die Vergangenheit, also dieses schuldeninitiierte Bevölkerung ruhig stellen, dass das im Grunde genommen auch ein sicheres Mittel ist, um in eine Katastrophe zu führen. Weil wir können nicht weiterhin Schulden machen, weil wir leben ja praktisch auf unseren Enkeln und Urenkeln. Wir verprassen deren ihr Vermögen. Und das führt natürlich auch zu sozialen Unruhen. Und das führt zu gefährlichen sozialen Unruhen, weil wenn die jüngere Generation merkt, dass wir ihr Vermögen verfrühstückt haben, ja, dann sind die beleidigt mit uns und das kann dazu führen, dass wir euthanasiert werden und ich weiß nicht was alles. Also das ist jedenfalls keine gesunde Entwicklung, weil die alten Menschen haben ja in der Gesellschaft eine ganz wichtige Rolle. Das kann man auch von den Chinesen lernen. Die Alten wurden in China immer hochgeehrt. Bei uns wurden die Alten ins Altersheim gesteckt und man hat sich nicht gekümmert. Einmal Jugendwahn. Aber wenn Sie sich die klassische Familie von früher anschauen, haben die Großeltern eine ganz entscheidend wichtige Rolle gespielt bei der Erziehung der Kinder, weil die eben mit
Abstand und mit Lebenserfahrung und nicht so beschäftigt und mit den gegenwärtigen Dingen des täglichen Lebens konfrontiert waren wie die Eltern. Und so konnte man eben über diese 2, 3 Generationen eine gesunde Gesellschaft aufbauen. Das fällt eben heute weg und das ist arm für die Zukunft. Deswegen nochmal zur Therapie. Also ich würde eher sagen, mehr privat. Sarah Wagenknecht kommt eher aus einer ökonomischen Schule, wo man dann mal mehr dem Staat, das ist eigentlich das Wesentliche. Und dann gesellschaftspolitisch würde ich sagen, ist der Unterschied zwischen uns beiden eigentlich der, dass ich konservativ für mich ist, das, was fälschlicherweise als Gesundheit, also reproductive health, also reproduzierende Gesundheit, also damit meint man natürlich das Töten des Fötus, des ungeborenen Kindes, da muss ich aussteigen, da kann ich nicht mitmachen, weil für mich ist das Kind, also das weiß man ja, also die Wissenschaft hat das ja längst erwiesen, dass so Eizellen zusammenkommen und sich in der Gebärmutter entwickeln, wird kein Zebra aus, sondern das ist ein Mensch mit allen Anlagen, die ein Mensch hat. Und wenn man, die Tierschützer nehmen ihre Aufgabe sehr ernst, und muss ich auch als Menschenschützer und als Lebensrechtler sage ich, jeder Mensch, der gezeugt wurde, hat ein Recht zu leben. Und auch die alten Menschen haben ein Recht zu leben und haben das Recht, eines natürlichen Todes zu sterben. Und da sind vielleicht, könnten, sagen wir mal, mit der linken Bewegung könnten wir auseinanderkommen, aber auch, ich meine, auch rein sympathisch, also Frau Wagenknecht ist eine sehr elegante, sehr eloquente, fundiert formulierende Frau, die ich also sehr bewundere im politischen Spektrum und vor allen Dingen für ihren Mut, dass ich meine, sie ist ja auch von ihrer eigenen Partei schlecht behandelt worden. Also hier kann man wirklich nur sagen, Bewunderung aussprechen und natürlich auch für ihre Eleganz und ihre Haltung. Das heißt, verstehe ich das richtig? Sie stehen im Grunde genommen im Zuge dieser ganzen politischen, historischen Umwälzung, die wir hier gerade leben, einer Person wie Sarah Wagenknecht näher als jener Position der CDU, die ja eigentlich auch wertekonservativ sein sollte von ihrer ursprünglichen... Ja, wenn natürlich das Etikett verfälscht wird, wenn da wertkonservativ draufsteht, aber der Inhalt ist nicht mehr wertkonservativ, dann ist man natürlich mehr enttäuscht von den eigenen Leuten, als wenn jemand, der von einem weiter entfernteren Spektrum, und außerdem hat mich immer und interessiert mich immer die Meinung des anderen. Also ich habe immer die Nähe zu Andersdenkenden gesucht, weil das wesentlich interessanter ist, weil wenn ich immer mit Gleichgesinnten ist zwar mal schön, aber im Grunde genommen lebt das Leben ja von verschiedenen Gewürzen wie beim Essen und da ist interessant eben die Nähe zu jemandem aus einem politisch komplett anderen Spektrum zu erfahren, wenn man sich vor allen Dingen, wenn man sich sympathisch ist. Wenn man sich unsympathisch ist, unmöglich. Aber wenn man spürt, aha, da kann man menschlich miteinander reden, dann ist das natürlich wesentlich interessanter, als mit jemandem zu reden, von dem man weiß, es ist absolut, we are on the same page. Und das ist nämlich auch ein sehr gutes Stichwort. Sie sind nämlich, ich würde schon fast sagen, Stammgast im neuen Format des ehemaligen Bild-Chefs Julian Reichelt. Dort kommen Sie regelmäßig zu Wort, sind auch zumeist wie heute hier dann über Zoom zugeschaltet. Wie sehen Sie denn die Arbeit des ehemaligen Bild-Chefs und für wie glaubwürdig halten Sie ihn auch? Also beim Julian Reichels Format geht es ja vor allen Dingen um die Fortsetzung seiner Arbeit bei der Bild-Zeitung. Das heißt, das ist Reichweitenjournalismus. Der Reichweitenjournalismus ist dazu da, dass die Menschen, die marginalisiert werden, die als Dumpfbacken bezeichnet werden oder Aluhüte, Corona-Leugner und dumm und zurückgeblieben. Und die hat ja, in Amerika hat dann Hillary Clinton diesen bezeichneten Ausdruck gewählt für sie, The Deplorables. Und ich finde, mit Deplorables ist also praktisch die unterste Bildungsschicht gemeint, die Leute, die heutigen Eliten als marginal und unwichtig empfinden. Und das ist für mich absolut Feudalzeit und da bin ich zu modern. Das gibt es bei mir nicht. Ich finde, dass eben, Gott sei Dank, gibt es
die Menschen mit gesundem Menschenverstand, auch wenn sie vielleicht nicht den höchsten Bildungsgrad haben, und gerade weil sie nicht den höchsten Bildungsgrad haben, haben sie sich nämlich den gesunden Menschenverstand erhalten und werden dann beschimpft. Und solche Leute werden im Reichweitenjournalismus erreicht, und durch meine Beteiligung daran können diese Menschen sehen, die Gloria denkt wie wir. Wir sind also nicht alleine. Es ist also schlimm, wir sagen, wir wollen nicht so viel Zuwanderung haben, oder wir wollen keine Impfung aufgezwungen bekommen. Impfung sollte etwas sein, was man freiwillig, insbesondere dann, wenn die Impfungen ja noch überhaupt nicht getestet waren. Es ist ja nicht so wie Cholera oder Kinderlähmung, von denen man ja weiß, dass sie wirklich gut gewirkt haben. Das war ja bei Corona gar nicht möglich, weil dafür war ja die Zeit gar nicht. Es musste ja alles schnell gehen. Aber da muss man dann auch verstehen, wenn manche Leute das nicht wollen. Das hat man aber nicht akzeptiert und die Leute gleich beschimpft. Und ich finde eben einfach, wenn der Julian Reichelt mir durch seine Plattform die Möglichkeit gibt, viele Menschen zu erreichen und ihnen zu sagen, Leute, bewahrt euch euren Menschenverstand, ihr habt recht, ich denke genauso. Und wir haben in der Demokratie noch das Recht, uns zu artikulieren und unsere Meinung zu sagen. Und das müssen wir doch ausnützen. Wir müssen doch, solange wir noch dürfen, müssen wir doch die Möglichkeit ausnützen, dass wir eben unsere Meinung, und wenn die Leute teilweise verunsichert sind, weil sie Angst haben, eben dann aus dem Job rauszufliegen oder dass sie Freundschaften zu verlieren, dann können sie sehen, wenn die Gloria sehen, sagen, die Gloria denkt wie wir. Das ist doch schon mal was. Ja, und es kam ja auch im Zuge Ihrer ersten Interviews, Ihrer ersten Statements für Julian Reichelt zu einem Art, ich will jetzt nicht sagen Shitstorm, aber zumindest zu einer Protestaktion gegen Sie. Und zwar hat der Jugendverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes gegen Sie protestiert und auch für Sie eine eigene Webseite installiert mit dem Namen Turn und Toxisch, wenn ich das richtig recherchiert habe. Sie haben ihnen vorgeworfen, dass sie eben im Interview oder dort auf der Plattform bei Julian Reichelt zu Wort gekommen lassen werden, dass sie dort, ich glaube, irgendwie rassistische, antisemitische, diese Standardvorwürfe, die da immer kommen, das wurde ihnen vorgehalten, und es wurde gefordert, dass ihr Eigentum ihnen entzogen wird. Das fand ich schon eine sehr drastische Forderung. Zum einen, wie haben Sie denn diesen Affront damals wahrgenommen? Und zum anderen, wie sehen Sie da diesen Vorwurf, dass Sie da mit Julian Reichelt gemeinsame Sache machen? Sind Sie da gar nicht ernsthaft drauf eingegangen, weil Sie ihn so an den Haaren herbeigezogen finden? Oder hat Sie das schon irgendwo getroffen und Sie sind in Ihr stilles Kämmerlein zurückgegangen, haben gedacht, da denke ich jetzt noch mal drüber nach, ob ich dem Herrn Reichelt noch mal ein Interview gebe? Naja, was ich in erster Linie beobachtet habe mit Schrecken, ist, dass der Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbunds, aber auch die Gewerkschaft insgesamt, viel zu rücksichtsvoll und viel zu lax mit der Deindustrialisierung und der Politik, die dazu führt, umgehen. Da müsste viel lauterer Protest sein, weil wir sind ja dabei, die Industrie Deutschlands knallhart zu demontieren. Das heißt, Arbeitslosigkeit zu produzieren, das wäre eigentlich die ureigenste Aufgabe der Gewerkschaften. Und das müsste man eigentlich, dafür müsste man die Jugend mobilisieren. Aber was ist denn der organisierten politischen Macht gelungen? Nämlich die Linken abzulenken mit gesellschaftspolitischen Themen, die aber nicht die Interessen der Arbeiterschaft und der Menschen, die wirklich von einem Arbeitsplatz in der Industrie abhängen, hilft. Das heißt, sie sind also, geht mal gegen die Gloria vor, weil die hat was Böses gesagt, oder die Gloria ist eine Rassistin oder AfD. Na, das ist dann schon Grund genug. Aber die Energie ist doch da verschwendet, weil die echten Probleme, die Deutschland oder der Gewerkschaftsbund hat, wäre ja, die Interessen der Arbeiterschaft zu vertreten. Und die Interesse der Arbeiterschaft ist in dem Fall beschnitten, wenn wir durch die hohen Energiepreise den Industriestandort in Deutschland zerstören. Und da sieht man, wie klug das war. Man hat also die ganze Linke abgelenkt
mit gesellschaftspolitischen Fragen, damit die auf die Kernfrage, nämlich der Wohlstand, der hart erarbeitete Wohlstand der letzten 80 Jahre, den zu zerstören, dass sie das gar nicht merken, weil sie ja mit Gender-Sachen oder mit Protagonisten wie mir beschäftigt sind, weil ich irgendetwas gesagt habe, was gegen die Zuwanderung ist. Aber die Zuwanderung ist ja on the long run, schädigt ja das genauso den Einkommensbezieher und den Rentner. Das sind die Menschen, das ist die ureigenste Klientel des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Habe ich gar nicht verstanden. Aber als Phänomen hat es schon in den 70er Jahren gegeben, dass in Regensburg gegen das Fürstenhaus protestiert wurde. In den 80ern, als ich geheiratet habe, 1980, standen auch, weiß nicht wie viele Leute am Emmeramsplatz mit Plakaten und irgendwie gegen das Fürstenhaus zu protestieren. Das muss man aushalten. Das ist nun wirklich Teil der Demokratie und das wird es immer geben und das ist auch okay. Nur, ich merke heute, dass sie bei diesen Leuten, die wirklich auch, sagen wir mal, wenn irgendwelche Künstlerkritik äußern, ich bin dann hingegangen und wollte mit den Leuten reden und sagen, sprechen wir doch mal über die Dinge tatsächlich. Reden wir doch mal, ich bin ja gar nicht gegen Zuwanderung, ich bin nur gegen unkontrollierte Zuwanderung, dagegen, dass die Pässe weggeworfen werden, weil die Leute, der Beamte in Deutschland kann den Unterschied zwischen einem Marokkaner und einem Syrer und einem Afghani nicht wissen, wenn er keinen Pass hat. Also wird jeder reingelassen. Also das ist ja Betrug. Da bin ich gegen. Natürlich bin ich für Zuwanderung. Warum denn nicht? Aber die Zuwanderer müssen eben was arbeiten bei uns. Und eben in die Gemeinschaft mit einbezahlen. Dann funktioniert das. Aber nicht so, wie das jetzt läuft. Und so wie das jetzt läuft, muss man einfach den Eindruck bekommen, dass es nur darum geht, die Deutschen ärmer zu machen. Und da wird man doch wohl noch protestieren dürfen. Und mir tut es halt so leid, dass die linke Jugend diese Probleme aus dem Fokus verloren hat, weil sie eben mit gesellschaftlichen Problemen gesellschaftspolitischen Problemen abgelenkt werden. Also Klima ist zum Beispiel ein großes Ablenkungsmanöver. Wenn die Leute statt auf der Straße festkleben, wirklich was tun würden für die Rechte der Arbeiter, die ihren Arbeitsplatz verlieren, weil die Industrie hier zumacht und ihnen nach Asien geht, ja, das wäre was anderes. Ja, Sie haben es jetzt eigentlich auch gerade schon sehr gut ausgeführt. Wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen, in dem wir ganz offiziell, Deutschland ist ganz offiziell in der Rezession. Das heißt, wir haben negatives Wirtschaftswachstum. Wir waren vor wenigen Jahren noch Exportweltmeister. Wir sind auch immer noch die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Aber das merken ja immer mehr Menschen da draußen. So langsam bröckelt dieses System hier zusammen. Wo würden Sie denn da ansetzen? Sie sind ja auch dafür bekannt, die Grünen und die Ampelregierung zu kritisieren. Also würden Sie wirklich sagen, dass die Parteien in erster Linie hauptverantwortlich dafür sind? Oder sehen Sie dahinter so etwas wie, das klingt jetzt womöglich etwas ein wenig konspirativ? Aber gibt es so etwas wie eine globale Agenda? Sehen Sie das oder ist Ihnen das, geht Ihnen das zu weit? Also sagen wir mal so, wenn man beobachtet von außen, dann kann man einfach sagen, dass in den letzten Jahren, insbesondere mit der Europäischen Union, Deutschland immer mehr in die Verantwortung genommen wurde, nicht politisch, sondern wirtschaftlich. Das heißt, man hat also auch bei den Notenbanken, den europäischen Notenbanken, immer stärker das Bedürfnis, an das deutsche Geld zu gelangen. Und wir hatten ja mit Jens Weidmann und so hatten wir ja noch Leute, die auf der Bremse gestanden sind, weil sie dieses Ausgabeverhalten, dieses Schuldenmachen in der Europäischen Union nicht gut fanden und immer gesehen haben, dass die Deutschen in eine Haftungsrolle kommen können und dass das natürlich dann bedeutet, dass die Deutschen für die Defizite, die in Europa erwirtschaftet oder eben nicht erwirtschaftet werden, aufkommen müssen. Darin ist natürlich auch großer sozialer Sprengstoff. Und deswegen habe ich natürlich die EU immer sehr kritisch gesehen, weil ich einfach immer gesehen habe, da ist ja eine lange Hand, die will den deutschen Bürger ans Ersparte. Und wenn man kritisch die Wirtschaftsnachrichten gelesen hat, dann hat man auch gesehen, dass das angelsächsische System genau entgegengesetzt ist dem System, an das wir glauben,
Nämlich wir glauben an nur Geld ausgeben, was man hat. Und das angelsächsische Wirtschaftssystem ist mehr darauf ausgelegt, Schulden zu machen. Also bis in die Familie hinein. Es ist der Student. Der Student muss, um studieren zu können, muss er sich verschulden. Und wenn man dann gefragt hat, warum ist das so? Ja, da hieß es, ja, weil wenn einer schon Schulden hat im Studium, dann rennt er wie ein Hamster im Rad und dann ist er besser motiviert, eben tüchtig zu erwirtschaften, weil er muss ja seine Schulden abtragen. Aber das passt nicht zu uns Deutschen. Also ich zum Beispiel, wenn ich schon mit Schulden loslegen müsste, dann würde ich überhaupt nichts mehr tun. Weil wieso soll ich denn nur noch für die Bank arbeiten oder nur noch für den Staat? Das würde mir den letzten Rest von Motivation rauben. Deswegen stehen hier zwei Wirtschaftsphilosophien konträr entgegen. Und durch unsere Wirtschaftsphilosophie ist natürlich ein enormes Sparvermögen entstanden in den letzten 80 Jahren. Und natürlich auch durch die demografische Entwicklung, weil wir eben mehr alte Leute haben, weil der Staat eben zu wenig für die Familien getan hat in den letzten 70 Jahren. Und dadurch kommt natürlich enorm ein riesiges Vermögen und da wollen die dran. Das merkt man ja bei der ganzen Politik der Europäischen Union. Und Sie haben es ja gemerkt, wie weit her es ist mit der Demokratie. Uns hat keiner gefragt, ob wir die Griechen retten wollen. Im Endeffekt finde ich es gut, dass sie gerettet worden wären. Aber wären wir eine echte Demokratie, dann wären ja solche Themen im Parlament diskutiert worden. Natürlich sind ja bei durchgeführt worden. Und nicht nur das, sondern viele andere Themen auch. Die unkontrollierte Einwanderung. Obwohl ja in vielen Büchern jetzt steht, dass die Polizei gesagt hat, damals zur Kanzlerin, es wäre sehr wohl möglich gewesen, die Sicherheit an den Grenzen durchzusetzen. Aber es war eben politisch nicht gewollt. Und dieser, sagen wir mal, sozialistische, linke, diese linke Ideologie, die Welt, die westliche Welt jetzt hat, die vereint an das Geld der Deutschen wollen. Und leider sind unsere eigenen Leute, unsere Grünen und unsere SPD und auch in Teilen in der CDU, sind da bereitwillige Helfer dabei, die mit Gesetzen die nötigen Voraussetzungen schaffen wollen, dass wir letzten Endes, dass der deutsche Sparer für die Defizite in der Europäischen Union aufkommen muss. Und das ist der Grund, warum die Engländer ausgestiegen sind. Die sind ja auch geschimpft worden. Aber das kann man ja auch erst in 20, 30 Jahren beurteilen, ob der Brexit sich für die Engländer gelohnt hat. Nicht jetzt und morgen, gestern. Also im Grunde genommen, also wenn man diese Sachen beobachtet, natürlich muss man sich dann fragen, ist da eine konzertierte politische Bilderberg-Konspiration oder wie die Leute alle heißen, die eben den Deutschen ans Geld wollen? Oder passiert das einfach so? Ich weiß nicht, Roosevelt hat mal gesagt, es war Roosevelt, wenn in der Politik etwas passiert, dann ist das nie oder meistens gewollt und vorbereitet. Da passieren die Dinge nicht einfach so. Die Nazizeit ist auch nicht einfach so entstanden, sondern die Nazizeit ist auch vorbereitet gewesen und hat sich dann entwickelt und in diese Entwicklung konnte nicht gestoppt werden. Und dann ist es eben zu den Katastrophen gekommen, die wir jetzt in den Geschichtsbüchern lesen und lernen können. Aber wir sind eben heute in einer Demokratie angelangt und deswegen finde ich, dass jeder aufgerufen ist, der sich interessiert, zu warnen, dass diese Schritte, die wir jetzt gehen in Europa, mit dieser enorm verteuerten Energiewende, die nichts bringt dem Weltklima. Das ist ja das Drama. Wenn man da gesagt hat, wir müssen hungern und dursten, weil dann wird wirklich das Klima besser, dann würde ich sagen, kann man sich also überlegen, ob man da mitmacht. Aber wir machen alles teurer für unsere eigenen Menschen in Deutschland und die schlechte Luft wird in China und in Indien und in Afrika und in Südamerika in die Luft gebessert. Das heißt, das Klima, der Himmel gehört ja allen, dem wird ja gar nicht geholfen, sondern die Deutschen werden ärmer. Und was ist eigentlich der Zweck dahinter? Warum soll das so sein? Das ist die große Frage und die muss man sich doch bitte schön stellen dürfen.
Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews. Und darüber muss man auch, da sind wir uns absolut einig, in einer liberalen Demokratie offen darüber debattiert werden. Ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall einer Meinung, liebe Gloria. Aber Sie haben jetzt gerade in Ihrer Aufzählung derjenigen Parteien, die, wo Sie sagen, die haben in den letzten Jahren nicht mehr ihren Auftrag erfüllt, wirklich noch im nationalen Interesse Deutschlands Politik zu machen, haben Sie eine Partei nicht genannt. Deswegen frage ich einmal nach. Das war nämlich die AfD. Sie haben die Grünen aufgezählt, die SPD, die CDU. Von daher jetzt meine Frage an Sie, ist die AfD die einzig wählbare Partei? Also ich möchte so sagen, seit es die AfD gibt, wird im Parlament wieder diskutiert, wird im Parlament auch wieder anständig auf dem Stuhl gesessen und nicht gelümmelt und wird sich auch wieder normal angezogen. Das Niveau im Parlament ist so drastisch runtergegangen, dass man sich gefragt hat, es geht ja wirklich zu, schlimm. Dann kam plötzlich die AfD und mit einem Schlag stieg das Niveau der Diskussionen wieder an. Und das fand ich einen sehr positiven Beitrag. Und man kann heute sagen, dass die einzigen Parteien, die nicht zum Block gehören, sind die Linke und ist die AfD. Nun habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich als Lebensschützerin ist mir, und das ist ja ein wichtiges Thema in der Zukunft, weil wir die Demografie haben, wie sie ist. Das heißt, in einer Gesellschaft, wo die alten Leute in der Überzahl sind, das ist bitteschön auch meine Generation, ist doch klar, dass ich nicht euthanasiert werden möchte. Ich möchte natürlich eines natürlichen Todes sterben und nicht, wenn ich im Krankenhaus liege, euthanasiert werden, weil man mein Bett braucht. Und das ist ja leider Gottes in anderen Ländern in Europa schon gang und gäbe, dass die Erben oder die Kinder sagen, ja, können Sie den Euthanasietermin nicht vorziehen? Können Sie den Euthanasie... Warten Sie, ich schalte das aus. Ja. Ich muss das eben schnell ausschalten, weil sonst kommt da... So, machen wir das aus. Jetzt können wir wieder reden. Ja. Es gibt also Länder in Europa, wo der Euthanasietermin vorgeschoben wird, weil der Urlaub geplant ist. Ich meine, das sind Tatsachen. Man muss nach Holland und Belgien schauen. Und die erste Therapie wäre es, die Menschen aus ihrer Isolation zu lösen. Weil wenn der isolierte Mensch hat Angst und ist leicht manipulierbar. Und wie löse ich die Leute aus der Isolation? Ich löse sie, indem ich wieder Gesellschaft und Familie fördere. Das ist ja die letzten 50 Jahre nicht gemacht worden. Wir haben ja eine knallharte Antifamilienpropaganda. Jede Frau denkt als allerletztes, wenn sie Karriere gemacht hat und schon arriviert ist, dann fällt ihr ein, hoppla, vielleicht könnte ich noch ein paar Kinder kriegen, weil das brauche ich eigentlich auch noch zusätzlich. Und wenn das dann nicht mehr möglich ist auf natürlichem Wege, geht man in die Ukraine oder nach Spanien und lässt sich ein Kind, ein Surrogate Child machen. Ja, Kinder, das kann doch nicht, das kann es doch nicht sein. Wir sagen auch auf der einen Seite, in die Grünen sagen zurück zur Natur und wir müssen alles machen, dass wir nachhaltig wirtschaften in der Natur, bei den Tieren, bei den Pflanzen und die Menschen sollen ihren Nachwuchs durch Surrogatmütter künstlich in irgendwelchen Laboratorien herstellen. Das ist doch pervers. Da bin ich gegen. Das heißt, ich bin in der Beziehung konservativ, dass ich sage, zurück zur Natur, Vater, Mutter, Kind, zurück zur natürlichen Familie. Auch wenn ich gerne alternative Lebensgemeinschaften und Lebensformen absolut toleriere. Nur muss die Ehe als gesellschaftlicher Kern und als natürliche Keimzelle des Menschen natürlich geschützt werden und auch gefördert werden, so wie das ungarische Modell. Wenn Sie in Ungarn heiraten, kriegen Sie zunächst vom Staat einen zinslosen Kredit. Und dieser zinslose Kredit muss ab dem dritten Kind nicht mehr zurückgezahlt werden. Mm-hmm. Ja, sind die Geburtenraten auch stramm nach oben gegangen in Ungarn. Jetzt können Sie natürlich die demografische Wende so schnell nicht. Das dauert schon sicher 50 Jahre, bis das wirklich
bis sich der Trend umdreht. Aber die Chinesen haben auch verstanden, dass die Ein-Kind-Politik ein Desaster ist für die Gesellschaft. Und da haben sie es wieder mit der Wissenschaft. Da wird die Wissenschaft hat errechnet, da wird in die Zukunft projiziert. Das funktioniert aber nicht, weil sie können die Zukunft nicht berechnen. Und das ist auch der Urfehler von der Global Warming, die sie ja jetzt nicht mehr Global Warming nennen, weil das sind ja Marketing-Spezialisten. Dann haben sie gemerkt, die letzten 5 Winter waren so eiskalt, dass wenn sie das weiterhin Global Warming nennen, glaubt es kein Mensch mehr. Also heißt es jetzt Climate Change. Aber auch Climate Change kann man nicht in die Zukunft berechnen, weil die Natur sich nicht an die Mathematik hält. Das ist ja das Schöne im Leben, dass man eben nicht alles berechnen kann. Sie können auch Liebe nicht berechnen. Sie können auch Freundschaft nicht berechnen. Sie können berechnen, wie viel Geld Sie am Bankkonto haben und was Sie verdienen. Und Sie können in der Physik und in der Chemie können Sie viel berechnen. Aber Sie können nicht die Natur berechnen und Sie können schon gar nicht das Klima der nächsten 100 Jahre voraussagen. Das funktioniert nicht. Ja, und es geht, liebe Gloria, all jenen Menschen, die das so offen aussprechen wie Sie, denen geht es an den Kragen. Das kann man hier in Deutschland, glaube ich, mittlerweile so deutlich sagen. Wir haben es jetzt gesehen am Fall vom Querdenken-Gründer Michael Ballweg, der 9 Monate in Haft war. Das wird auch von den Medien so hofiert und gut geheißen, dass man diesen Mann da hat in der JVA Stammheim hat sitzen lassen. Auch den kritischen Ärzten, die sich zur Corona-Zeit geäußert haben. Sie erinnern sich vielleicht jetzt an den Fall Bakhti, der hier verklagt worden ist. Ein eigentlich angesehener Mediziner war er in seinem Leben. Also daher meine Frage jetzt noch an Sie. Sie haben gesagt, es geht den Menschen hier langsam auch an den Kragen. Sie sind Vermögen, Sie verwalten das Gesamtvermögen Ihrer Familie. Haben Sie da nicht auch Angst, dass da auch bei Ihnen vielleicht bald das SEK vor der Tür stehen könnte oder dass Sie da irgendwelche Sanktionen zu befürchten haben? Oder ist Ihnen das ferne und Sie sagen, ich spreche einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist und ich lasse mich von den totalitären Zuständen hier in Deutschland in dieser Hinsicht zumindest nicht beeinflussen? Also zunächst einmal muss man sagen, dass Sie könnten nicht existieren, auch Julian Reichelt könnte nicht existieren und auch Tucker Carlson, der immerhin 80 Millionen Zuschauer gehabt hat bei seiner ersten Sendung, oder auch Matt Walsh mit seinem Film What is a Woman? Was ist eine Frau? Wo er diese gesellschaftspolitischen Gender-Ideologie aufs Korn nimmt. Der 170 Millionen Menschen haben diesen Film gesehen. Daran sehen Sie, dass solange diese Leute auch sich artikulieren können und durch ihre künstlerische Freiheit ihre Meinung wiedergeben können, haben wir wirklich nichts zu befürchten. Wir sind noch weit davon entfernt, so verfolgt zu werden, wie das eben manchen passiert ist. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet der Herr Ballweg so scharf in die Klemme, er hat natürlich meine volle Solidarität. Das war in Frankreich und das ist in Frankreich und in Italien und in Spanien anders. Wenn Sie in Spanien eine Meinung vertreten wie meine, dann sind Sie häufiger Gast in den TV-Sendungen, insbesondere auch in Frankreich, weil eben gerne diskutiert und gerne debattiert wird. Es scheint eine deutsche Krankheit zu sein, dass man in Deutschland eben nur gerne sich, dass ein Meinungskorridor existiert und vielleicht der ein oder andere, der vielleicht etwas zaghaft protestiert, darf dabei sein. Aber wenn man mit fundierter und sachlichen Argumenten kommt, das mag man nicht. Der Deutsche ist eben doch ein unverbesserlicher Besserwisser. Ich gehöre ja selber dazu. Ich bin halbe Ungarin, meine Großmutter ist Polin, meine andere Großmutter ist Russin und meine Urgroßmutter ist Griechin. Da ist eben wieder der Vorteil, dass die Aristokratie immer schon international ausgerichtet war und auch international in der Heiratspolitik. Deswegen traue ich mich auch, die Deutschen zu kritisieren. Und ich kritisiere, dass eben hier keine Debattenkultur existiert. Die hat mal kurz existiert, 20 Jahre lang. Und jetzt ist es eben leider wieder ein bisschen schlechter bestellt. Aber vielleicht ändert sich das ja wieder. Wahrscheinlich wird sich das ändern, weil die Klicks und die Zuschauerzahlen, die beweisen ja, dass die Menschen wollen
diskutieren. Die wollen hören, wie andere diskutieren. Die wollen, dass sich Argumente ausgetauscht werden. Das ist ein Bedürfnis dieser Menschen. Und deswegen soll man das auch machen. Und deswegen mache ich es auch, weil ich eben einfach fördern möchte, dass auch gegenteilige Meinungen gehört werden. Ich würde schon fast sagen, das sind wunderbare abschließende Worte für dieses Gespräch. Liebe Fürstin, liebe Gloria, ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit und auch für Ihren Mut, so offen hier Ihre kritische Meinung kundzutun, und wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute für Ihr Format und freue mich auf die zukünftigen Sendungen. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat es mindestens genauso gut gefallen wie mir. Wenn dem so sein sollte, dürft ihr mir gerne ein Abo dalassen, dieses Video kommentieren und mit all euren Freunden da draußen teilen. Und jetzt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Gespräch hier auf meinem Kanal. Ciao.